Und damit begrüße ich euch wieder recht herzlich zu einem weiteren Abenteuer hier in Final Fantasy XIV. Und wie ihr schon seht, Jalen hat für uns eine weitere Quest als Paladin. Und ich bin schon gespannt, wo er uns hinschicken wird. Jalen? Gardehauptmann Jalen möchte dir eine neue Kampftechnik der Paladine beibringen. Was kriegt denn dafür? Deckung. Du nimmst allen physischen Schaden auf dich, der einen anderen Gruppenmitglied treffen sollte. Bedingung, darf höchstens 10 Jalen entfernt sein. Oh, das klingt doch interessant. Nun, wie ist dir in letzter Zeit ergangen? Behandle ich die Menschen anders, seit du ein freier Paladin geworden bist? Denke stets daran, dass es als Paladin nicht nur darum geht, das Schwert zu schwingen, sondern vor allem darum, für die Gerechtigkeit einzutreten, ein gutes Vorbild zu sein. Bis vor kurzem konnten die Gardisten der Stadtwache erhobenen Hauptes durch die Stadt gehen und ihnen wurde von der Bevölkerung großer Respekt entgegengebracht. Der damalige Gardehauptmann, mein Vorgänger, war ein glänzendes Vorbild und wurde von allen hochgeschätzt. Als ich ihm zum ersten Mal begegnete, war ich noch ein Kind. Mein Vater ging mit mir zu einem Straßentest. Doch wir nahmen den falschen Weg und gerieten in eine Seitengasse mitten in ein Handgemenge. Ein sturzbetrunkener Jäger schoss blind Pfeile durch die Gegend und einer davon raste genau auf mich zu. Plötzlich tauchte wie aus dem Nichts der Gardehauptmann vor mir auf, deckte mich mit seinem Schild und sorgte mit energischen Worten und ein paar gezielten Schwertheben für Ruhe und Ordnung. Sein edles Auftreten, seine prächtige Gestalt und sein blitzschnelle Schwerthiebe gingen mir danach nicht mehr aus dem Kopf. Ich wollte unbedingt ein Paladin wie er werden und trainierte täglich mit dem Schwert. Auch als ich nach langem, harten Training endlich in die Palastwache aufgenommen worden war, blieb der Gardehauptmann mein Vorbild und ich eiferte ihm nach. Schließlich, nach vielen Jahren, wurde ich selbst zum Gardehauptmann ernannt und nahm damit den Platz meines großen Vorbildes ein. Doch die Zeiten haben sich geändert. Die Palastwache hat ihren guten Ruf verloren und wird kaum noch geachtet. Die Menschen werfen uns verächtliche Blicke zu. Es gab viele Ursachen für den Niedergang, doch der vernichtende Schlag war der Diebstahl der Eidklinge. Die Eidklinge ist ein heiliges Schwert, das der Sultan dem ersten Gardehauptmann überhaupt geschenkt hat. Seither wurde es als Symbol der Treue vom amtierenden Gardehauptmann getragen und bei dessen Tod an dem Nachfolger vererbt. Die Eidklinge ist die Insignie des Generalhauptmanns und der Verräter hat es gewagt, sie zu stehlen. Durch den Diebstahl der Eidklinge wurde das Vertrauen des Sultanats in die Palastwache erschüttert und auch das Volk war schwer enttäuscht. Das Ansehen der Palastwache sank gewaltig. Um die Situation zu bereinigen und das verlorene Vertrauen zurückzugewinnen, müssen wir unbedingt die gestohlene Eidklinge zurückholen. Aber die Gardisten, die wir bisher ausgeschickt hatten, hatten keinen Erfolg. So demoralisiert wie sie sind sie einfach zu nichts mehr zu gebrauchen. Daher setze ich große Hoffnung auf dich, um dich auf diese Aufgabe vorzubereiten, will ich dir eine neue Kampftechnik beibringen, die du dir selbstverständlich im Kampf aneignen musst. Im äußeren Lanoske, bei der Einsiedlerhütte, hausen viele Katzenfräte, die bekanntlich äußerst flink und unberechenbare Gegner sind. Gegen sie kannst du deine Fähigkeiten optimal trainieren. Zu Übungszwecken haben wir dort wieder eine Feuerschale aufgestellt. Entzünde sie und besiege die hüpfenden Katzenfräten. Die sind daraufhin auf dich stürzen werden. Okay, werden wir machen. So, und da sind die Katzenfräte und auch die Feuerschale. Dann werden wir mal unser Bestes hier geben. Die sind auf alle Fälle schon ziemlich hochlevelig, Katzenfräte. Aber sie greifen anscheinend nicht automatisch an, außer natürlich der hier. Aua. Okay, und jetzt der hier. Einmal schnell Vita. So, der kleine Vita-Sprint für zwischendurch. Ich muss dringend meinen Priester hochleveln, damit ich besseres Vita kriege. So, war es das schon? Nee, da hinten ist noch einer.
So, jetzt einfach verhindern, dass wir kritisch getroffen werden. Weil das wäre jetzt echt blöd. Okay. So, ah, da kommen noch mal welche. Okay, bevor wir die... Ah, verdammt. Okay, ich glaube, so, ich muss die. Oh, oh, das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts. Aua, das wird weh. Nein. Das. Okay. Diesmal sind wir vorbereitet. Ich habe meinen Begleiter, ich habe mir Protes drauf gemacht. Und ich habe Supertränke im Angebot, die mich doch ein bisschen besser heilen als mein Vita, vor allem Instant. Zwar nicht sofort, aber. Ja, doch schon sofort, aber eben. So. Jetzt erstmal hier auf den. Und den so schnell wie möglich runterknüppeln. Einmal Witter. Und den Cooldown nutzen. Ich will halt auch nicht Blitzlicht nehmen. Weil wenn ich jetzt Blitzlicht nehme, habe ich das Problem, dass ich eventuell die anderen pulle. Und das könnte blöd ausgehen. Okay, nachdem nehme ich einfach mal wieder einen Mana-Trank, wenn die Quest nicht zu Ende ist. Heiltrank meine ich. Okay. Ah, wir haben es geschafft. Okay. So, dann sollten wir jetzt wieder Bericht erstatten. Das machen wir gleich. So, Jennings, ich habe deine Prüfung bestanden. Jetzt gib mir den neuen Spruch. Du hast also die neue Kampftechnik gemeistert, das freut mich wirklich sehr. Wir forschen zurzeit fieberhaft nach dem Aufenthaltsort des Verräters. Bis wir ihn ausfindig machen, solltest du dich gut auf den Einsatz vorbereiten. Abschließen. Ja, und wir haben Kommando Deckung bekommen. So. Und das war's dann auch wieder mit dieser Paladin-Quest. Ich sag danke, dass ihr zugeschaut habt. Über Kommentare, Likes oder das ein oder andere Abo freue ich mich natürlich immer. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen, hören und spielen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.